Russlands Wirtschaft ist massiv abhängig vom Handel mit Gas und Öl. Doch weil der Ölpreis im Keller ist, lässt sich damit kaum noch Geld verdienen. Außerdem fehlen Ersatzteile, doch die können nicht geliefert werden. Der Grund sind westliche Sanktionen und die schwächen die gesamte Wirtschaft. Im vergangenen Jahr hat der Rubel im Vergleich zum Euro rund 31% an Wert verloren. Die Inflation betrug im Juni ganze 15%. Das bekommen besonders Verbraucher zu spüren. Und nun ist auch noch das Bruttoinlandsprodukt um 4,6% gefallen. Ein weiterer Einbruch beim Ölpreis in den letzten Monaten hat den Rubel noch weiter geschwächt. Und so rechnen viele nicht mit einer Besserung für Russlands Wirtschaft. Profitieren kann vom schwachen Rubel ironischerweise der russische Gasmonopolist Gazprom. Denn der verkauft seine Ware in Dollar. Und der ist in Russland nun mehr wert.